den Krempel mit. Achso, das Messer kann noch weg. Okay. Ich muss irgendwie was essen, Leute, weil wir Mineralwasser trinken, während wir spielen. Und schlägt das manchmal an mit dem Sprudeln. Ja, genau. Und vorhin, als ich nach Hause kam, hätte ich eigentlich schon sowas gegessen, also was vernünftiges, festes, dass du was im Magen hast, wenn du Mineralwasser trinkst. Und das Problem war, dass ich dann erstmal, um jemanden milder zu stimmen, Sahnehering essen musste. Ja. Der sehr geil ist, aber ihr wisst bestimmt, dass, sahnig. Ja, dass das nicht so wirklich den Magen füllt. Man könnte jetzt natürlich noch gucken, das Ding, das brauchen wir eh nicht mehr. Du hast nämlich noch was in der Tiefgarage vergessen, was man hier gar nicht sieht. Ja, weil da viele Gegner waren. Ja, viele Hunde mit Leon, ne? Mhm. Ich hatte auch immer das ich hatte die in den Hauptraum mal abgeknallt und dann musst du nicht vergessen, da war der Raum, wo hier Räuber Ocelot kommt. Mhm. Und in dem Raum waren die ganzen Kabinen aufgegangen. Da waren 2000 naja. Gegner. Ich glaube, da war vielleicht noch was, aber ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ist jetzt nur die Frage, soll ich. Na, hast du gespeichert? Ja, oben ja. Eben gerade nach dem Polizeipräsidium, ja, ja. Dann würde ich jetzt hier nämlich runtergehen und dann irgendwo muss ich ja noch dieses Ding aufkurbeln. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo das war. Das hier. Hier nicht. Da unten dann. Jo. When I'm ready with my pizza, I will. Ach, scheiße, jetzt sind wir auch wieder da in dem Raum, okay. Ja, dann. Da müssen wir an den unteren. You wanted an ass kick? Achso, das ist hier. Ja, dann hätte ich da um die Ecke gehen sollen, glaube ich, weil ich bin schon wieder falsch gegangen. Ich probiere nochmal einen Rundgang zu machen, weil da ist ja wieder unser Freund. Geh doch mal hoch, Mann. Ich versuche jetzt das Viech zu umgehen, wenn ich jetzt gleich noch irgendein anderes kommt an einem anderen Gang. So. Ich meine, wenn du jetzt hier runter gehst, dann müsstest du noch das letzte Mal diese Kurbel benutzen können. Ich meine, in den Normalkanalgängen, hier müsste, den Weitläufigen, da kommen glaube ich 2 genau insgesamt. Und in dem anderen Raum, wo wir jetzt bald noch hinkommen, da kommen glaube ich 3 Stück oder 4. Kam glaube ich auch einer, aber da müsste ich halt diese scheiß Kurbel benutzen können. Also werde ich jetzt hier, egal was kommt, versuchen durchzurennen. Oh, Zombie. Das waren die vielen Zombies, die du meinst. Ja. Oh nein. Ah, fick dich. Ja, ist dir aufgefallen. Auf den. Nein, da ist noch einer. RB. Gut lauf. Fuck, ey. Ja, das war wieder sehr glorreich. Aber dafür sind wir ja bekannt. Ja, eigentlich. Lief. Oh, dass sie mich jetzt gleich verfolgen. Genau, dann haben wir jetzt, glaube ich, das Ding auch absolviert. Naja. Ja, das war die Seite mit dem kaputten Ding. Dann schmeiße ich den weg. Aus dem Platz. Nee, ich gehe jetzt eh erstmal zur Truhe wegen der Heilung. Weil man durch den Raum, der da jetzt gerade rechts neben uns liegt, nicht ohne Heilung durchkommt, so wirklich. Mm, ja. Also klar, natürlich, wenn man voll der Porno-Held ist. Ja, und quasi in seinem Leben nichts anderes spielt oder macht, als Resident Evil 2, aber leider haben wir nicht so viel Zeit. Ja, wir spielen das einmal im Jahr durch. So, und dann, genau, wenn du jetzt gleich das gemacht hast und gespeichert hast, dann machen wir erstmal Aufnahmedings. Jo.
bisschen leid, dass er so humpelt, ne? Ja, weil sie nicht so anstellen. Weißt du, weißt du, ein paar Jahre später in Resident Evil 4, da benimmt er sich wie der letzte Mega-Porno-Held, ja, der alles kann. So. Ja, ein bisschen humpeln. Dann nehme ich so ein gemischtes Kraut jetzt. Nehme noch eins mit. Dann müssen wir gucken, dass wir den Rest behalten. Ziehen da ist noch ein grünes, dann könnte man nämlich, ja, das sieht schon so ganz gut aus. Das halten wir auf Tasche und dann ist jetzt die Frage, soll ich nochmal ein bisschen Munition machen? Ich meine, Schießpulver haben wir ja halbwegs. Oder willst du die Magnum? Oder ja, gerne. Ich mache diese Fickviecher, wenn ich auf die ballere, ich weiß noch nicht mal, wo ich hinziehen muss. Ich ballere einfach und irgendwann sind sie zu rot. Also ich habe da viel verholzt. Naja, da wo diese Augen sind, halt, wo das diese Blubberblasen sind, ja, da irgendwann platzt das und dann kommt ein Auge zum Vorschein. Ja. Und das Auge kann man schießen und dann ja, das, genau. Tor. Ja, das Problem ist bloß, du hast vorhin 5 Kugeln Schrot reingehauen und es war nichts. Hat sich nichts verändert bei den Blubberblasen. Ja. Also, ich weiß nicht, ob man da vielleicht einfach auf die Munition verzichten sollte und dafür dann halt Medizin benutzt, um durchzurennen, oder? Ich meine, wir können ja erstmal, ich lade die erstmal durch. Machen wir erstmal so, dass sie erstmal voll ist. Dann haben wir ja eigentlich genug Schuss, dass man sagen könnte. Kann man die letzten Endboss benutzen? Ja, die 15 Schuss verstauen wir und die 7 nehmen wir mit. Oder nicht? Ich hab Bild. Weiß ich nicht, oder halt durchrennen, aber wir haben halt mehr Munition im Moment gerade, jedenfalls an Schießpulvern, anstatt Heilung, ne? Ja, und die Heilung brauchen wir fürs Ende, weil da kommen ja noch Endbosse. Ja, also vielleicht lieber... Lieber Munition verbrauchen. Lieber so mal gucken und dann, ja. Ja. Ja, wie das gleiche wie vorher, ne? Wegen Liebe kontrollieren. Ja. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Jawohl. Hallo, wir sind zurück. Ich mache jetzt, bevor ich meine Pizza auf... Achso, okay, ich habe das nicht gehört. Ich dachte eben gerade, der Bildschirm ist stehen geblieben, ist er gar nicht. Ich mache jetzt diesen Raum. Welcher war es? 28, ne? Hier. Ja. Äder retten? Ja, das einfach nur, weil jeder in diesem Raum liegt da. Okay, also ich mache jetzt diesen Pissraum, bevor ich die restlichen 2 Stücken von meiner Pizza esse. Weil wir den durch haben, weil wir wollen einfach nur der scheiß Dings hier, Kanalisation raus, ja. Genau. So, und da muss ich jetzt hier lang. Genau. Und ich schalte mir erstmal die, warte mal, die hat nur 5, ne? Das ist die, ja, du hast die, ja, genau. Nehmen wir erstmal die. Ich glaube, die, ja, weiß ich nicht, ob die Pistole jetzt bei den Viechern was bringt. Kannst du sonst erstmal die Schrot ausrüsten, dass du dieses... Gewimmel? Dieses Dings kaputt machst? Ne, da nicht. Hier ja, durch. Dass du quasi, wenn du so ein Viech kaputt machen wollen würdest, erstmal diesen Panzer wegschießt und dann mit einer Magnum ins Auge schießt. Panzer weg, Magnum ins Auge. Wo hatte ich den Magnum? Rechts, wie im Spiel. Ja, wie immer gut. Das finde ich gut. So, also. Der Raum kann übrigens, das Gute ist, wir haben gespeichert, also wir werden immer wieder an der gleichen Stelle abfangen, wir können uns da auch abwechseln. Der Raum könnte eventuell, wird eventuell ein paar Tage, wollte ich gerade sagen, ein paar Versuche brauchen. Ja, Tage hoffentlich nicht, aber vielleicht Parts. Da liegt noch Kraut, das wollen wir. Genau, da kommt jetzt gleich aus dem Pisser so ein Wurm raus. Ja, aber das glaube ich, kann ich nicht verletzen, spielen. Nee, das ist nicht. Die gleichen kriechen, genau. So, da kommt 2, das weiß ich nicht, kommen ganz schnell hintereinander. Bin mir nicht sicher, auf jeden Fall, wenn du dann da links um eine Ecke rennst, also da taucht glaube ich gleich eins aus dem Wasser auf. Genau, und wenn du links dann einen Bogen laufen bist, kommt das nächste und ja, das dritte kommt rechts. Ich meine, entweder wenn du da rum bist, links gleich oder halt da bei dem Tor links liegt noch Magnum-Munition irgendwo. Aber mach erstmal, entweder machst du das Viech jetzt platt oder musst du nur gleich quasi. Ja, weil da. Ja, also. Ja. Weil das sieben gleich. Soll ich mir gleich mal mit der Magnum reinballern? Ich weiß nicht, ob das was bringt oder du haust erstmal. Ja, ich weiß es eben auch nicht, deswegen ist das ja interessant. Ja, dann hau mal da so ein bisschen höher vielleicht dieses. Ja, ja, genau. Ja, dann da das auch. Ja, mach noch, du hast keinen Schuss mehr. Ich halt um, Mann. Jawohl, das war's. Schaltviecher. Oh! Genau, dann rennen an den Viechern vorbei, ich weiß nicht.
Ja, nicht, dass sie mich von hinten attackieren. Weiß nicht, die spawnen die? Weiß ich nicht. Ich glaube ja, ne? Ich glaube, das ist so wie ein Angriff, ne? Das war schon mal ganz gut, bis auf die Schrot. Ja, ja. Guck mal nach links auf dem Regal da, hätte ich gleich gesagt. Da, ja. Da liegt da noch was rechts. Okay. Das. Wenn nicht, dann war das. Ne, dann ist das quasi beim nächsten Mal links rum. Aber da kommt ja, glaube ich, gleich wieder so ein Ficker. Genau. Einen ist noch weggeräumt und dann, der kommt auch besser. Der hält nicht. Ja, ruhig. Kannst du weg haben, ja, aber nimm lieber die Magnum. Einmal da drauf. Oh, scheiße. Ja, egal. Also, ach du behindertes Stück Scheiße. Das Auge nimmt mit. Genau. Hier. Noch ein. Ein Messer noch. Oh, Alter, die Nerven, ey. Oh. Ja, ja, kann ich eigentlich fast. Ja, schieß ihm noch ins Auge. Hallo, wirklich dich. Dann rennt vorbei, vielleicht gibt er noch einen. Ich weiß nicht, ob das sonst zu lange dauert oder so. Ja, und da links würden noch Magnum liegen. Da genau rechts. Oh. Da, links. Gleich nachladen und dann gehst du quasi links um die Ecke und wir hoffen, dass da noch ein blaues Kraut liegt. Oder in dem nächsten Raum halt. Ich weiß nicht, ob da noch einer kommt. Hier kommt jetzt noch einer. Vorbei, wenn. An den Zielen irgendwie vorbei. Alter! Ja, der war schön, dass er mir. Schnell vorbei, wenn. Hochgehen in den nächsten Raum. Ja, da war ein blaues Kraut, das weiß ich nicht. Ja. Hier links um die Ecke oder was? Rechts um die Ecke, ja, in einem von den Regalen. Ach, da komme ich gar nicht hin. Na, wenn du da in den Raum reingehst, dann nach links? Nee, der war da, in dem Regal ist der, das Kraut. Oh. Nee, jetzt kommst du da hin. Ja. Ne, ein rotes. Fuck. Oh, fuck. Ja, dann weiß ich nicht, dann lad nochmal neu und mach nochmal einen neuen Versuch. Ja. Und entweder machst du dir jetzt noch Schrotmunition oder versuchst halt mit der Magnum alles zu machen. Also ohne Pistole hat gar keinen Sinn. Nee. Ja, mit der Magnum alles, Alter. Das dann nimm dir lieber noch ein blaues Kraut mit. Entweder ein blau-grünes gemischt oder ein einzelnes blaues. Ich nehme mein blaues so mit. Ne, weißt du, was ich mache? Ich nehme mir das mit und mische das mit dem anderen. Dann habe ich eine Ladung mit Dingsbums. Mhm. Was? Wenn sie mich attackieren, die kleinen Viecher und sowas. Ach so, ja, okay. Habe ich eine Komplettheilung. So, und dann, dann mache ich Magnum. Nicht Magnum, sondern Schrotflint, hast du gesagt. Ja, da musst du ein hochwertiges nehmen. Haben wir gar keine mehr? Nee, musst du halt mischen. Oh. Ein hochwertiges, ein normales Schießpulver oder du machst halt das große Schießpulver und das hochwertige, dann müsstest du mehr Schrot rauskriegen. Das hier? Genau. Ja, und das, ne? Ja. Ja. 6 Schuss? Na ja, super. Vorher sonst kriegst du nur 3 oder sowas, ne? Oder 4, ich weiß es nicht. Voll die Ficke. Was für ein Bastardraum, ich hasse den. Wenn da noch ein Safe direkt vor wäre, den würde ich sofort nutzen. Ich weiß nicht, dass das. Ein Safe vor allem. Ja, so ein Dings. Um dich drin zu verstecken, oder was? Ja, sozusagen. Hier, ne? Ja. Ich weiß nur, dass ob die sich bei dem Ding, bei dem Raum auch voll abgegangen ist. Ja, ob die 1A lohnt sich übrigens total, das Ding hier zu gucken. Ja. Ja. Ja, sein
quasi. Das erinnert mich auch daran, dass wir uns die letzten Tage immer darüber lustig gemacht haben, weil der Fremdkunde, der zu uns gekommen ist, sich immer eine Tasse Kaffee genommen hat und jedes Mal, wenn er einen Schluck genommen hat, hat er so wie, Basti in The Evil Within 2 immer so, so kluck, 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 so. Ah. Oh, ich könnte sogar theoretisch. What the hell was that? Nee, ich spare mir das auf. So, was hatte ich nie gemacht zuletzt? Ich hab du hast erstmal die Schrotflinte genommen, dann hast du den Panzer weggeschossen und dann mit der Magnum ihm ins Auge geballert. Die erste war nämlich so? Ganz gut leer. Ja. Sicher? Dass ich da nicht mit der Magnum draufgeschossen habe? Das doch, mit der Magnum stimmt. Ja, meine ich nämlich auch. So, dann schießt ihn mit der Magnum ins Auge. Ja, genau, hier. Ja, zu spät. Ja, nee, war zu spät. War mein Fehler. Zweimal Magnum machen sollen. Die ja. Kannst du wirklich einfach nur Magnum und dann Magnum machen. Genau. Und wenn das jetzt nicht ganz so glimpflich ablaufen sollte wieder, dann, was ich aber nicht hoffe, dann nimmst du einfach nur Magnum mit. Der stolpert da nach rechts weg. Ich lass den mal gehen, ne? Geht er nach hinten weg? Irgendwas. Das war's noch nicht. Ich sehe, mir ist das Auge frei jetzt. Ja, doch. Ach doch. Ja. Jetzt geht da nochmal Magnum-Schuss. Genau, dann kannst du nochmal durchladen und entweder machst du das Viech platt oder. Ich glaube, das ruckelt mich ja, das ruckelt mich ja nur an das Vieh. Ja. Und dann hat es mich in den Zombie geruckelt. Genau, entweder gehst du dann an dem vorbei, weil ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt, die Munition dafür zu verschwenden, hätte ich gesagt. Ja, hast du die Magnum nachgeladen? Ja, nee, habe ich natürlich nicht. Frage ist jetzt, ich weiß auch nicht, der wird ja wahrscheinlich auch wieder da sein, wenn du wieder zurück willst. Der wird da sein. Genauso wie dann der hier kannst kommt. Kannst du jetzt versuchen, da kommen noch zwei. Ja, ja, aber das, die kann man ja vielleicht umrennen. Wenn du jetzt weiter nach rechts gehst, bevor das rauskommt, entweder wartest du dann in der Position, wenn das Viech rauskommt, gehst wieder zurück, killst erstmal das Viech oder du versuchst mal um eine Ecke zu linsen, dass du den Zombie von vornherein mit der Pistole nochmal umnieten kannst. Bevor das Viech rauskommt, weißt du? Du meinst eher den Zombie mit der Schrotflinte kurz wegschießen? Ja, das halt. Weil dann fällt er um. Ja. Und dann kann man ihn später, wenn man zurückkommt, mit der Pistole von oben. Ja, entweder durchrennen und dann. Oder du machst es. Ja. Ja, mega schnell, ne? Ja. Also, das ist der Zombie, ja. Ja, das war, Alter, sowas von affig klar. Ja, dann schnell vorbeirennen. In den nächsten Raum und dann heizen. Genau. Ja, erstmal das. Und ja, und das rechte gefahren. Gleich. Nee, oben das rechte. Ja. Weil du findest ja gleich nur ein rotes, das kannst du gleich wieder mit dem grünen kombinieren. Ja, ich glaube, ich überlege gerade, ob ich den Weg nach dem Krieg sah. Ja. Behinderte Stück Scheiße, Alter. Ja, den Kopf oder den geplatzten Kopf hat er auch verdient. Ja, mindestens. Arschloch. Richtig, das ist aber eine richtig scheiß Situation auch, ne? So, das wäre wieder eine Komplettheilung, die wir natürlich nicht benutzen wollen, aber ich sehe da schon schwarz. Ja. Haben wir die Müffis, die wir brauchen? Nee, die findest du ja hier. Alle beide? Ja, ja. So, jetzt war hier noch einer, der hing hier über dem Gelände oder so? Nee, der gleich. Also hier noch nicht, dann wenn du durch bist, musst du erstmal links lang, glaube ich. Nee, da kannst du noch nicht, links. Und da rechts ist in der Tür so ein Ding. Jetzt, warte mal, wenn du jetzt durchgehst durch die Tür, weil die ist ja offen. Nee, da rechts.
Der hier. Genau, den nimmst du mit. Ja. Dann geht die Tür zu, dreh dich mal nach links. Wenn du jetzt da bist und dich nach links drehst, dann kommt einer. Genau, rechts, rechts, rechts. So, da ist einer. Da liegt einer auf dem Boden. Oh, Zombie. Ja. Ah. Fällt da nicht auch noch einer runter? Ja, ja, gleich. Dann in den nächsten Raum. Na, du hast nur noch einen Schuss und nimm lieber erstmal die 5, die 5er Pistole. Ne? Ja, was soll ich machen? Ist aber irgendwie. Ja, warte. Na, vielleicht steht er noch nicht auf. Ja, jetzt liegt das Gehirn frei, brauche gar nicht mehr aufstehen. Da rechts ist noch ein Kraut. Das ist gut. Das ist ein Vergiftungskraut, das behalte ich erstmal so. Ja, wenn du jetzt den reinmachst und gehst durch, dann fällt halt der Zombie von oben runter. Der ist quasi direkt über dir, wenn du da durchgehst. Links, ja. Wenn du jetzt durchrennst, der ist durchrennt bis nach hinten, dann drehst du dich um. Umdrehen. Da ist er, über dem Gelände. Oh ja. Jedenfalls versucht. Ja. Der hat andere Pistole. Ja, der hat's, das ist gut. Dann gehst du jetzt nach oben, holst du den anderen Müffi. Gibt's ja vielleicht sonst noch was? Natürlich nicht. So, und jetzt, wenn du jetzt runterspringst, guck aber, ob der Zombie, der da lag, ob der nicht aufsteht. Oh, Alter. Hinter dir. Ja, er ist aufgestanden. Und wo ist er? Ist da. Oh! Das ist ein bisschen mies gemacht, ne? Du gibst ihm schon zwei Patronen, ne? Und steht dann erst auf, wenn du da runterspringst. Definitiv. Bastard. Ja, guck lieber nochmal, ob der Wand so nicht aufsteht. Kann ich mir den hier wieder rausnehmen? Nee. Noch nicht. Natürlich liegt er noch, sehe ich schon. Shit! Sehe ich auch so. Ja. Also ich hab ihm noch mal einer rein. Ich glaube, der ist immer noch nicht tot. Glaube ich auch nicht. So, dann gehst du jetzt zurück. Links? Links? Nee, nee. Ja, da. Ja, nee, war richtig. Warte mal, da war eben was. Ich habe eben noch was gesehen. Achso. Ja, da bist du runtergesprungen. Achso. Durch die Tür durch? Nee, nee. Oder eben. Der genau, hier. Da durch die Tür durch. Ja. Dann da hinten setzt du diesen Plug ein. Genau. Krisch Plug. So. Jetzt holst du dir das Flammendings. Halten wir zu feuern, ein ganzer Ziel zu feuern, desto größer die Flammen. Schön. Okay. Dann kann ich hier entsperren. Und mir den Müffi holen, richtig? Ja, den kannst du dir wieder rausnehmen. Und holst dir dann quasi da den anderen wieder raus. Da links. Hier. Dann gehst du nach rechts, wo der Zombie drin lag. Nee, nee, das ist richtig. Nee, ich wollte gerade nur. Achso, aber diese Pfeile irritieren mich immer. Nee, nee, das ist alles gut. Jetzt gehst du rechts, 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 nee, 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 rechts, da, durch den Gang. Und dann links, ne? Da setzt du den Müffi ein. Genau. Falscher Müffi? Nee. Dann gehst du halt durch. Ach, dann hier, genau. Dann den wieder rausziehen, dann den wieder rausziehen. Ja. Jetzt durch die andere Tür, wo du durchgekommen bist. Genau. Quasi wieder hier.
wo